Frage geht an den Professor Marx von der DIVI. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, 1662 Patienten sind mit Covid-19 letzte Woche in den Intensivstationen aufgenommen worden. Nun hört man aus Bayern und anderen Bundesländern, dass ein großer Teil der Intensivpatienten geimpft sei. Frage an Sie, Herr Professor Marx, wissen Sie, wie viele der 1662 Patienten geimpft bzw. ungeimpft waren? Die Frage geht an den Verband DIVI, Professor Marx. Sehr geehrte Vorsitzende, vielen Dank für die Frage. Diese Frage kann ich leider nicht beantworten, weil wir bisher noch nicht erfasst haben, welche Patienten auf den Intensivstationen geimpft und nicht geimpft sind. Die Frage ist richtig und wichtig. Wir haben als DIVI jetzt auch entsprechend Vorbereitung getroffen mit dem RKI gemeinsam, dass wir sehr schnell diese wichtigen Informationen erfassen, haben wir aber noch nicht zur Hand. Von daher kann ich die Frage leider nicht beantworten.